Meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrter Dirk Kestel, herzlich willkommen besonders dem Verein Kunst hilft geben, denn es freut mich ganz besonders, dass Sie Ihre Ausstellungstour in Köln und um Köln jetzt auch hier bei uns in Troisdorf Station machen lassen. Wann hat man die Gelegenheit, in einer Ausstellung so im Who is Who der Künstler sich mal zu befinden? Wenn Sie mal so diese Werke sich ansehen und die Namen auch lesen, dann könnten Sie meinen, Sie sind in einem Museum. Und der große Vorteil dieser Ausstellung hier ist vor allen Dingen, es ist eigentlich für jeden Geldbeutel etwas dabei. Jetzt kann ich die Werke gar nicht vorstellen, ich will das auch gar nicht tun, sondern ich will eigentlich ein bisschen zum Thema Original und KI Ihnen erzählen. Sie wissen ja, mittlerweile ist KI in aller Munde. Sie können sich heute Texte schreiben lassen mit ChatGPT. Schüler machen das schon sehr eifrig. Die machen ihre Hausaufgaben mittlerweile mit einem KI-Programm. Sie können sich aber auch Bilder mittlerweile mit KI-Programmen erstellen lassen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ist das, was KI da produziert, eigentlich Kunst? Das, was hier hängt, ist Kunst. Sie haben das Werk spricht für sich. Aber diese Aura, die ein solches Werk auch hat, wenn Sie jetzt hier beispielsweise vor so einem Richter stehen oder jedes andere Bild, diese Gewissheit, ich habe hier ein Original vor mir, und noch die Gewissheit, dahinter steckt auch ein kreativer Geist, also die Autorenschaft eines Gerhard Richter beispielsweise, die kommt ja auch noch dazu, die macht im Grunde genommen die Qualität eben eines solchen Bildes aus. Ja, und jedes Bild liefert eigentlich immer eine Dividende. Ich sage immer eine künstlerische Dividende. Also wenn Sie so ein Bild zu Hause hängen haben und Sie gehen jeden Tag dran vorbei und gucken kurz drauf, dann gibt Ihnen dieses Bild eigentlich jeden Tag irgendeine andere Antwort. Und dieses Bild gibt Ihnen morgen eine andere Antwort als in 5 Jahren beispielsweise. Und Sie können auch nach 10 Jahren sich so ein Bild ansehen und werden eigentlich nie wirklich verstehen, was dahinter steckt. Das ist immer etwas Geheimnisvolles, etwas Unberechenbares, was also Kunst auch ausmacht. Und das kann KI nicht. Jetzt kommen wir zum Verein Kunst hilft geben. Dirk Kestel ist Begründer, Erfinder des Vereins Kunst hilft geben. Wann ist das passiert? Gegründet wurden wir als Verein 2013, haben wir den mit Freunden gegründet, weil wir gesagt haben, okay, es gibt Probleme für Obdachlose. Man muss unterscheiden zwischen Obdachlosen, die dann wirklich auf der Straße ums Überleben kämpfen, also alles das, was wir nicht wollen. Diese Kerze ist für uns ein unheimlich wichtiges Symbol, Symbol der Hoffnung, aber heißt auch Kerze, wir alle sind ja wie eine Kerze, ne? Das heißt, die Lebenszeit brennt darunter. Und irgendwann ist die erloschen. Und bei Obdachlosen ist es viel, viel schneller. Das können wir uns kaum vorstellen. Die sterben relativ jung. Oft sind die Menschen notdürftig untergebracht. Man unterscheidet Obdachlose, die auf der Straße ums Überleben kämpfen, und dann Wohnungslose. Die sind dann in Notquartieren, oft von der Stadt, in sogenannten Hotels oder Beherbergungsstätten untergebracht, die den Namen Hotel oder Beherbergung gar nicht verdienen. Und wir setzen uns als Verein dafür ein. Wir haben jetzt ein Haus in Porz gekauft. Das ist ein kleines Casa Colonia und wir haben vor, noch ein größeres zu machen. Dafür suchen wir auch soziale Investoren. Wie unterstützt ihr die denn dann? Wir unterstützen natürlich durch Geld, und das Geld geben wir an verschiedene Einrichtungen, unter anderem SKM, SKF in Köln und auch ins Johanneshaus. Ich muss das mal sortieren. Der Sinn und Zweck ist im Grunde genommen, Obdachlosen bzw. Wohnungslosen eine Heimstätte zu bieten, also eine Unterkunft zu bieten, also einmal durch das Haus. Kannst du nochmal auf dieses Thema Casa Colonia zu sprechen kommen? Was ist das Casa Colonia? Ja. Also das ist im Prinzip die Endstufe, dass man sagt, man hat Integration durch Wohnen, und wir versuchen auch durch Arbeit, wenn die arbeitsfähig sind aber auch nicht alle, sondern nur ganz wenige. Und durch Kultur, also durch den Treff, wollen wir auch integrierend wirken. Wie ist es mit den Künstlern, die ihr ansprecht? Springen die da sofort drauf an? Oder gibt es auch schon mal Künstler, die dann sagen, ach nö,
Also Armut ist nicht so mein Fall. Wir haben halt das Glück, dass Rosemarie Trockel, Weltrangliste Nummer 4, und Baselitz, ich glaube Nummer 3 im Moment, und Richter ist seit Jahren, seit über 10 Jahren ist der, glaube ich, Nummer 1, dass die uns unterstützen, die schenken uns das. Dann gibt es aber auch Künstler, die leben davon, wie Oliver Jordan oder andere, die eben hatten wir auch H.A. Schuld vergessen, der unterstützt uns auch. Und das ist auch gut so. Und die kriegen dann von uns 50%, was ganz normal ist. Ne? Weil wir geben gerne was ab, weil wenn wir nichts von jemandem bekommen, können wir auch nichts verkaufen. Und wir leben halt ein bisschen davon, wie es... Also ihr lebt davon als ehrenamtlicher? Ja, ja, logisch. Also wir machen das alles ehrenamtlich, unentgeltlich. Ich bedanke mich, dass Sie da waren. Ihnen auch alles Gute, dem Verein alles Gute. Und haben Sie einen schönen Restsonntag. Ja.